Ich habe das Gefühl, Hollywood entwickelt alle paar Jahre eine Obsession. Um 2010 waren es die Remakes, um 2015 waren es die Reboots und aktuell scheint Hollywood einen gigantischen Spin-off-Wahn entwickelt zu haben. Aber zuerst, was versteht man eigentlich unter Spin-off? Ich persönlich finde das schwer einzugrenzen und habe mir deshalb die Definition von giga.de angesehen. Dort steht, als Spin-off versteht man im Filmbereich einen Film oder eine Serie, die als Ableger eines vorangegangenen Films oder einer Serie gilt. Das bedeutet, es werden Elemente wie bekannte Charaktere, Sets oder Geschichten der Mutterserie bzw. des Mutterfilms in dem Spin-off übernommen. Erst vor kurzem erschien auf Netflix Ratched, eine Spin-off bzw. Prequel-Serie zu Einer flog übers Kuckucksnest. Hieran zeichnet sich schon ein verwirrender Punkt ab. Wann hört das Prequel auf und wann fängt das Spin-off an? Ich finde die Grenzen hier wirklich sehr vage. Ist Prometheus zum Beispiel ein Spin-off oder ein Prequel? X-Men First Class ist ja eindeutig ein Prequel, aber ist Logan dann ein Sequel oder ein Spin-off? Hier würde ich jetzt eher zu Sequel neigen, aber ist nach den Regeln dann Creed auch ein Sequel oder ein Spin-off? Was ist mit sowas wie Black Widow und Birds of Prey? Ich würde jetzt nicht sagen, dass Black Widow ein Avengers-Spin-off ist. Black Panther ist ja auch kein Civil War Spin-off oder so. Niemand schreibt hier feste Grenzen vor. Im Grunde ist es auch egal. Was ich in diesem Video eigentlich darlegen will, sind die positiven und negativen Aspekte, die ich an diesen Spin-offs sehe. Und im Folgenden werde ich jetzt anhand von 4 Beispielen so unterschiedliche Kaliber von Spin-offs abarbeiten, sowie untersuchen, wann ein Spin-off meiner Meinung nach funktioniert und wann nicht. Beginnen wir also nun mit der meiner Ansicht nach schlechtesten Art eines Spin-offs. Ba 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 na na ba 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 na 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 ba 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 na 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 ba 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 na 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 ba 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 na na to kai no potato ni kai maro mani ka no kika ba 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 na na yo plano fu. Der Film Minions nimmt sich die Comic-Relief-Charaktere eines mittelmäßigen Animationsfilms und versucht eine eigene Geschichte auf dieser Grundlage zu erzählen. Das Problem hierbei schon, die Minions sind einfach keine Charaktere. Man könnte vielleicht einen Film über Timon und Pumba machen, vielleicht auch einen über R2-D2 und C-3PO. An sich ist es nicht unmöglich, so einen Spin-off über Comic-Relief-Charaktere zu machen. Ich meine, Shaun das Schaf ist auch eigentlich ein Spin-off und das macht schon seit 100.000 Jahren sein Ding. Doch bei Minions klappt das einfach nicht, denn sie sind keine Charaktere. Sie haben alle dieselbe Persönlichkeit, sie sprechen nicht, man kann sie optisch nicht einmal auseinanderhalten. Minions ist die schlechteste Art eines Spin-offs. Innerhalb von Ich einfach unverbesserlich funktionieren diese Figuren einigermaßen, aber halt auch nur im Zusammenspiel mit allem anderen. Sowas wie Young Sheldon würde ich hier auf dieselbe Stufe setzen. Die Charaktere funktionieren einzeln nicht und der Charme dieser Figuren entwickelt sich einfach nur aus dem Zusammenspiel und dem eigentlichen Konzept der Mutterserie. Eigentlich sollte einem das bewusst sein und es überrascht mich eigentlich nicht, dass diese Spin-offs meist nicht funktionieren. Solo, a Star Wars Story. Oh je. Also, versteht mich nicht falsch. Solo ist definitiv schon mal sehr viel besser als Minions, aber anhand dieses Films werden die Probleme mit den Spin-offs nur allzu deutlich. Der Film handelt natürlich von Han Solo, es werden seine Erlebnisse vor den Ereignissen des ersten Star Wars Films erzählt, also des vierten, des ersten, ihr wisst schon, whatever. Ich war skeptisch, als dieser Film rauskam, aber definitiv interessiert. Ich mochte Alden Ehrenreich als Wahl, aber das Endprodukt ist, wie ich finde, gescheitert. Und was ich damit meine, kann ich anhand eines einzigen Moments erklären. Die Szene mit Han Solos Nachnamen. Han Solo, zu diesem Zeitpunkt noch Han, geht zu einem imperialen Offizier, der ihn nach seinem Nachnamen fragt. Han sagt dann, ich habe keinen Nachnamen, ich bin nur Han. Der Offizier sagt dann sowas wie, du bist allein? Du hast keine Familie? Solo. Approved. Good luck, Han Solo. Hier zeigt sich, alles was dieser Film tut, ist spannende Fragen zu beantworten, wie, woher hat Han Solo seinen Blaster? Was hat es mit Han Solos Würfelglücksbringer auf sich, den man im originalen Star Wars nicht mal bemerkt? Wow! Und mein Favorit, woher hat Chewbacca den Spitznamen Chewie? Wow.
Natürlich erzählt der Film auch eine eigene Geschichte, allerdings ist alles an diesem Film so unfassbar mittelmäßig. Es wird erklärt, wie Han und Chewie sich kennengelernt haben, es wird gezeigt, wie Han an den Millennium Falcon kam, aber all diese Dinge fühlen sich so banal an und das meiste davon wissen wir schon aus den originalen Star Wars Filmen. Alle Fragen, die der Film beantwortet, die wir nicht kannten, bei jeder Antwort denke ich mir so, ehrlich, das ist eure Lösung? Das ist die beste Idee, die ihr hattet? Okay, Solo ist schon irgendwo ein kompetenter Spin-Off-Film, allerdings fühlt es sich wie ein seelenloses Produkt an. Wenn jemand ruft, Han Solo Spin-Off, sollten die Ideen dieses Films hier so die erste noch absolut seelenlose Grundlage bilden, auf der man dann aufbaut und Kreativität mit hineinfließen lässt. Man merkt wirklich, dass es hier mehr um Quantität als um Qualität ging und solche Spin-Offs stören mich persönlich am meisten. Der Charakter bzw. die Welt ist etabliert und hat viele Fans. Die Leute gehen eh ins Kino, also wieso sollte man sich noch anstrengen, tatsächlich einen guten Film zu machen? Sowas kotzt mich einfach an. Man kann bei solchen Spin-Offs wirklich deutlich kreativer sein als bei Remakes und Reboots. Von daher stört es mich hier immer am meisten, wenn die Chance nicht genutzt wird und dann nur ein seelenloses Produkt dabei rauskommt, das keine andere Existenzberechtigung hat, außer Geld einzuspielen. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist ein Spin-off der Harry Potter-Reihe. Es ist kein Film, den ich sonderlich gut finde, aber er gehört zu einer besseren Art der Spin-offs. Ein Film wie dieser versucht, den Charme des Originals erneut zu kreieren. Fantastische Tierwesen gelingt das nicht so gut, wie ich finde, aber es gibt andere Filme dieser Art, die das für mich besser tun, zum Beispiel Prometheus, ein Film aus dem Alien-Universum, den ich bereits erwähnt habe. Da tendiere ich aber eher zu Prequel, deswegen wollte ich diesen Punkt eher Fantastische Tierwesen nennen. Sowas wie Rogue One, A Star Wars Story passt auch eher in diese Schiene. Diese Filme sind meiner Ansicht nach alle nicht unbedingt so gute Filme, aber die Fehler der Filme liegen nicht in ihrem Spin-Off-Charakter. Hier wird sich eine bekannte Welt geschnappt und eine Geschichte mit ähnlicher Ästhetik erzählt, aber es ist eine eigene Geschichte und teilweise kann man hier wirklich sehr kreativ werden. Solche Filme nutzen die Chance. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, Kreativität zahlt sich in der Filmbranche noch aus, aber ich finde es schon beträchtlich, dass sowas wie Fantastische Tierwesen deutlich mehr Geld eingespielt hat als Solo A Star Wars Story. Solo A Star Wars Story war ja ein gigantischer Flop eigentlich, was aber mit anderen Umständen zu tun hat. Ich denke, der Star Wars Film, der davor rauskam, war ein wichtiger Faktor dafür. Trotzdem, ich meine, Fantastische Tierwesen hat fast doppelt so viel eingespielt wie Solo A Star Wars Story und dann finde ich es schon verrückt, wie hier quasi dieselbe Intention durch andere Umsetzungen unterschiedliche Ergebnisse geliefert haben. Ich werde auch nicht so tun, als wären das die kreativsten Filme aller Zeiten. Ich meine nur, wenn man einen Spin-Off macht, dann sollten diese Filme schon eher die Vorbilder sein als sowas wie Solo A Star Wars Story. Okay, kommen wir nun zu meinem persönlichen Lieblings-Spin-Off, das alles widerlegt, was ich bisher gesagt habe. Better Call Saul ist ein Breaking Bad Spin-Off und dreht sich um den Charakter Saul Goodman. Ein Nebencharakter, der sogar einigermaßen als Comic Relief aufgefasst werden kann. Er spielt natürlich in derselben Welt und hat ähnliche Ästhetik, aber es spielt halt in der echten Welt, also zieht das hier nicht wirklich. Es ist also echt erstaunlich, dass dieses Spin-Off so gut funktioniert. Doch das liegt einfach daran, dass die Macher hier leidenschaftlich eine richtige Geschichte erzählen wollen, ohne sich zu sehr auf den Vorgänger zu stützen. Es wird hier kaum mit Breaking Bad Nostalgie gearbeitet. Saul Goodman bzw. Jimmy McGill ist in dieser Serie auch noch ein, naja, fast komplett anderer Mensch. Vince Gilligan, der Schöpfer von Breaking Bad, hat auch hier seine Finger mit im Spiel und das ist sicherlich ein entscheidender Faktor für die Qualität der Serie. Worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Naja, es ist im Grunde wie bei allen Filmen und Serien. Wenn es etwas zu erzählen gibt, dann erzähl es. Wenn man etwas erzählen will, um Geld zu machen, sollte man das nicht tun. Qualität sollte vor Quantität stehen. Ich finde, so eine gute Faustregel, die man sich überlegen kann, wann ein Spin-Off funktioniert und wann es das nicht tut, ist, wenn ich mir das Original wegdenke, ist es immer noch interessant. Bei Better Call Saul auf jeden Fall so. Ja, beide Daumen nach oben. Ich muss hier nicht mal von der Existenz von Breaking Bad wissen, um Gefallen an dieser Serie zu finden. Da ist Prometheus zum Beispiel auch noch ein Beispiel. Wenn es Alien nicht geben würde, dann wäre Prometheus vermutlich beliebter. Auch sowas wie Rogue One, der sich ja eigentlich sehr auf seine Vorgänger stützt und nur eine Lücke
in der Timeline der Star Wars Welt füllen will, funktioniert irgendwie in sich selbst. Und das liegt einfach daran, schätze ich, dass hier so ein neuer emotionaler Kern gebildet wird und sich nicht darauf gestützt wird, dass die Zuschauer eh Interesse zeigen, weil es Teil des Star Wars Universums ist, wie sie es meiner Ansicht nach bei Solo eben gemacht haben. Okay, aber um nochmal auf Better Call Saul zurückzukommen, was ist an Better Call Saul denn so gut? Ich würde eigentlich sagen, alles. Es distanziert sich von Breaking Bad schon in der Struktur. Ich würde tatsächlich behaupten, dass in der ersten Folge von Breaking Bad mehr passiert als in den ersten 1,5 Staffeln von Better Call Saul. Das klingt für manche von euch vielleicht jetzt furchtbar langweilig, aber ich finde, dass genau das die Stärke dieser Serie ist. Die Charaktere sind alle phänomenal. In Breaking Bad ist das natürlich auch so, aber hier verbringen wir so viel Zeit im alltäglichen Leben dieser Figuren und lernen diese so unfassbar gut kennen. Jimmy, Kim, Chuck, Mike, Nacho, das sind alles wundervoll geschriebene Figuren. Also die alten, bekannten Gesichter sind hier wirklich stark, aber auch die Neuzugänge sind wirklich phänomenal, ich kann es nur nochmal sagen. Es ist dann hier besonders zufriedenstellend, die Wege dieser Charaktere zu sehen und wie sich die Figuren entwickeln, eben weil man so viel Zeit mit ihnen verbracht hat. Ich finde auch, dass Better Call Saul einige Dinge besser macht als Breaking Bad. Ich denke, Vince Gilligan hat seine Regiearbeit hier perfektioniert. Die Kameraarbeit ist meist sehr viel besser als in Breaking Bad, der Schnitt auch. Und die ganze Welt fühlt sich hier diesmal viel tiefer an, weil so viele unterschiedliche Seiten erforscht werden können. Better Call Saul ist eigentlich eine sehr gelassene Serie, aber wenn es dann die Höhepunkte erreicht und es wirklich explosiv wird, dann wird es auch extrem explosiv. Es ist eine der besten Charakterstudien, die ich jemals gesehen habe, besonders in Serien. Es wird hier wirklich das Format ausgeschöpft bis zu seinem maximalen Potenzial. Die Serie ist sehr zurückgelehnt erzählt, aber ich kann sie wirklich nur empfehlen. Es ist nicht so, als bräuchte man hier Geduld. Die Serie ist auch wirklich unterhaltsam. Es erreicht vielleicht nicht die spannenden Höhepunkte von Breaking Bad, allerdings soll es das ja auch gar nicht. Better Call Saul leidet kein Stück darunter, dass es ein Prequel bzw. ein Spin-off ist. Man sieht es ihm nicht mal an. Ich kann euch die Serie wirklich nur ans Herz legen. Hey, Billy. Whoa, whoa, what? No, no, that's not what he meant. Oh, this is a mistake. It's big. Avocado, Avocado. El amigo del cartel. El amigo del cartel. No! Es gibt tolle und nicht so tolle Dinge an Spin-Offs. Wie gesagt, finde ich, dass man hier eigentlich sehr kreativ werden kann. Kreativer als bei Remakes und Reboots. Doch die Chance wird nicht unbedingt oft genutzt. Natürlich können auch Remakes und Reboots mit Kreativität gefüllt sein. Ich finde zum Beispiel, dass sowas wie Das Erwachen der Macht deutlich kreativer ist als der neue Halloween oder Terminator Dark Fate. Bei diesen Filmen nimmt man sich eigentlich nur dieselbe Geschichte, füllt sie mit neuen Charakteren und zusätzlich hat man die originalen Charaktere, aber sie sind jetzt alt. Ich verstehe, dass Das Erwachen der Macht das ungefähr so macht, aber die grundsätzliche Struktur wird dann doch abgewandelt und sowas wie Finn, man kann ja nicht sagen, ja, Finn ist jetzt 1:1 Luke Skywalker oder Han Solo, also die Charaktere sind hier einfach neu und bei sowas wie Terminator Dark Fate hat man halt jetzt John Connor, aber jetzt ist es irgendwie ein junges Mädchen aus Mexiko. Also Force Awakens Hater, don't at me, Force Awakens ist deutlich kreativer als sowas. Und auch Remakes können deutlich kreativer sein, als die Leute es wahrhaben wollen. Also sowas wie Suspiria aus 2018 hat kaum noch irgendwas mit dem Originalen zu tun. Die grundlegende Geschichte ist irgendwie dieselbe, aber das Ganze ist kaum wiederzuerkennen. Der ausschlaggebende Punkt ist hier einfach, was ist die Intention dieses Films? Soll er Leute ins Kino locken, um Geld zu machen, oder soll es wirklich ein kreatives Produkt werden? Auf mich wirkt es leider so, als würden Spin-offs immer in die Richtung Geldmacherei gehen. Besonders auf den Streaming-Plattformen stehen so viele Spin-offs bald an. Und ich habe mal ein paar bevorstehende Spin-offs rausgesucht, bei denen ich sehr skeptisch bin. Als erstes will ich über Loki reden. Das wird jetzt sehr kontrovers, aber ich kann mir Loki einfach nicht alleine vorstellen. Das Interessante an Loki war eigentlich immer das Zusammenspiel zwischen ihm und den Good Guys. Thor, Iron Man und... Was soll man denn alleine über Loki erzählen? Natürlich kann man ein paar andere Charaktere hineinbringen. Ich persönlich bin null interessiert an dieser Loki-Spin-Off-Serie. Ich weiß, dass es da sehr viele Fans gibt. Und das ist auch noch von den Spin-Offs, die ich hier rausgesucht habe, das, wo ich am optimistischsten bin und wo ich mir auch vorstellen kann, dass da so ein recht ordentliches Produkt bei rauskommt. Kommen wir mal zu dem nächsten sehr seltsamen Konzept. Also, es ist so ein Aladdin Prinz Anders Spin-Off angekündigt und das fällt so in die Schiene,
warum existiert das? Was gibt es hier denn zu erzählen? Es kam auch, ich glaube letztes Jahr oder diese, keine Ahnung, ein Spin-off zu Braveheart raus mit dem Titel Robert the Bruce. Interessiert sich irgendjemand dafür? Also das ist die Schiene, in die diese Spin-offs gehören. Wer interessiert sich für ein Aladdin-Prinz Anders Spin-off? Ich verurteile euch nicht, wenn ihr es tut. Ich würde nur gern wissen, ob es da wirklich eine große Fanmenge gibt, die sowas sehen will. Naja, okay. Dann gibt es so Sachen wie Peacemaker. Das ist ein Charakter aus dem nächsten The Suicide Squad, auf den ich mich eigentlich freue. Dieser Charakter Peacemaker wird gespielt von John Cena. Aber ich verstehe nicht, wieso da jetzt schon ein Spin-off angekündigt wird, bevor die Welt diesen Charakter kennenlernt, weil niemand weiß, ob diese Figur gut ankommen wird. Wieso solltet ihr jetzt schon in die Spin-off-Planung gehen? Also das ist eh so ein Ding, das verwirrt mich immer. Ich weiß, heutzutage werden 5 Staffeln Herr der Ringe-Serie im Voraus geplant und 37 Spin-offs dazu und dann noch eine Prequel-Serie und dann noch nebenbei eine animierte Zeichentrickserie. Ich sehe dich an, Netflix The Witcher-Serie, ja. Bald werden wir allem überdrüssig werden, ich sag's euch. Aber auf jeden Fall, genau, ich finde, es ist einfach ein gigantisches Risiko, dass diese Produzenten absolut unverständlicherweise eingehen und bereits ein Spin-off ansetzen zu einem Charakter, den niemand kennt. Warum? Naja, recht ähnlich ist hier das Spin-off zum nächsten Batman-Film. Und zwar soll es da wohl ein Gotham Police Department Spin-off geben. Ich weiß, sowas gibt es in den Comics, aber brauchen wir wirklich eine Polizeiserie in Gotham? Gab's das nicht? Es gab doch Gotham. Es gab doch eine Gotham-Serie. Und jetzt machen wir quasi dasselbe nochmal, aber in der richtigen Welt von dem neuen Batman-Film. Ich finde halt, der Film selbst sollte seine Welt so gut ausbauen, dass man an ihr Gefallen finden kann. Also, ich habe im Grunde nichts dagegen. Aber da frage ich mich dann auch wieder so, wird das wirklich einen kreativen Ausgangspunkt haben? Oder versucht man damit nur mehr Leute auf die jeweilige Streaming-Plattform zu locken? Ich glaube, ich weiß die Antwort. So, und jetzt zu der absolut grandiosesten Idee, die ich jemals gehört habe. Und zwar will Netflix ein Spin-off machen zu Enola Holmes, ein Film, den ich reviewed habe auf diesem Channel. Ein Enola Holmes Spin-off, das sich um den Charakter, passt auf, Sherlock Holmes drehen soll. Das ist kein Spin-off mehr. Ich glaube, dieser Artikel hat das einfach nur dumm formuliert. Also, die wollen halt jetzt so einen Sherlock-Holmes-Film machen mit Henry Cavill. Könnt ihr schon machen. Ist halt dann ein Sherlock-Holmes-Film. Ich fand's nur witzig, die Bezeichnung Enola Holmes Spin-off über Sherlock Holmes. Alles klar. Ja. Ich bin nun mal sehr skeptisch gegenüber solchen Spin-offs und ich habe das Gefühl, bald wird der Markt damit so übersättigt sein, dass niemand mehr Lust auf Spin-offs hat. Ich meine, im Ernst, was kommt in den nächsten Jahren? Irgendwie Q-Spin-off? Also Q von James Bond? Oder was ist mit den Einäugigen von Fluch der Karibik und seinem Kumpel? Die sind cool, die sind lustig, nicht wahr? Wieso nicht ein Film über die? Ja, oder wie wäre es mit einem Spin-off mit dem Titel Gangen, mit Punkt am Ende, Gangen. Und es ist eine Polizeiserie in der Star Wars Welt über Gangen City, wo die ganzen Jar Jar Binks Menschen leben. Und ich mache hier nur Jokes, aber vermutlich wird eine dieser Ideen wirklich in die Tat umgesetzt werden. Und dann habt ihr auf Disney Plus eine Spin-off Flucht der Karibik Serie oder sowas. Wer weiß. Mir kann es ja egal sein, ich muss es nicht gucken. Und hey, Spin-offs halten einen wenigstens davon ab zu sagen, wow, Hollywood hat absolut keine Ideen mehr, weil es sind ja wenigstens doch irgendwo neue Ideen. Ist es ein Schritt in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Ich will auch niemanden verurteilen, der sich, wie gesagt, auf diese Spin-offs freut. Ich selber bin nur skeptisch und habe die Befürchtung, dass alles in den nächsten Jahren auf einmal Disney-Live-Action-Verfilmungen und Spin-offs zu diesen Live-Action-Verfilmungen sein werden. Auch wenn ihr jetzt Fans von irgendeinem der Filme seid, die ich in diesem Video runtergemacht habe, so der eine Minion-Fan unter euch, tut mir leid. Es ist kein Angriff an euch persönlich. Ich bin nur kein Fan dieser Filme. Ja, das war mein erstes Movies with Micho, bei dem ich mir einfach ein großes Thema nehme und dann unterschiedliche Filme betrachte. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Was haltet ihr von solchen Spin-offs? Seid ihr da optimistisch oder seid ihr auch kein Fan? Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sage ich bye, bis zum nächsten Mal.